It's your boy Skinny P. Willkommen meine Damen und Herren zum neuesten YouTube Giveaway. Heute gibt es die Mac 10 Stalker. Hier könnt ihr sie sehen, wunderschönes Teil, ich weiß. Einer der schönsten Mac 10 Skins überhaupt, würde ich sagen. Die ganze Sache ist wieder gesponsert von... Skinbaron, unserem Partner, wenn es um Skins kaufen und verkaufen geht. Schaut vorbei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Der Link ist in der Beschreibung. Im Hintergrund seht ihr wieder ein Arms Race von mir und im Vordergrund bzw. in der linken unteren Bildschirmecke seht ihr mich, wie ich ein bisschen talk, unter anderem wegen dem heutigen Livestream. Heute ist nämlich ein random Livestream, der angekündigt ist und gar nicht so random ist. Und natürlich erklären, wie man an dem Giveaway teilnehmen kann, also wie man rankommt an die Mac 10. Der Stream wird gegen 22 Uhr starten. Es wird Animal Crossing gezockt, der neueste Teil. Wir binden natürlich wieder alle Zuschauer mit ein. Ich habe gehört, dass man da sehr viele Dinge benennen kann, selbst machen kann. Man kann sich die ganze Insel alleine aufbauen. Das heißt, möglicherweise kann einfach jeder von euch dann da eine Figur sein. Das Ganze findet wie immer auf Twitch statt. Der Link ist ja in der Livestream-Beschreibung. Ihr könnt aber auch einfach auf twitch.tv/derdummbabler schauen. Da wird gestreamt. Ja. Ja, und die Mac 10 ist wie immer ein Aktivitäts-Giveaway. Das heißt, wer hier auf YouTube aktiv ist, also sprich die Videos schaut und kommentiert, der ist mit am Start. Alle anderen sind nicht mit am Start. Ja. Es reicht nicht, hier einfach zu schreiben, oh, ich mache mit und dann nie wieder da zu sein. Dann kann man nicht gewinnen. Man muss nicht jeden Tag ein Video schauen, zumal ich auch nicht jeden Tag hochlade. Also die letzten paar Wochen hat sich es eingespielt, dass ich meistens samstags kein Video gemacht habe und manchmal sonntags auch keins. Aber sonst den Rest der Woche schon. Da meine Videos aber recht kurz sind und ich denke auch meist unterhaltsam gestaltet sind, ist es auch kein Problem, sich zu sagen, ach komm, ich habe gestern das Video verpasst, gucke ich mir halt heute an. Es sind ja nur 5 Minuten oder sowas. Vielleicht ist ja lustig. Es gibt noch zwei Möglichkeiten an Bonuspunkte, also an Bonusaktivität ranzukommen. Erstens in die Streams kommen. Die Streams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Schaut bitte, dass ihr auf Twitch möglichst genauso heißt, wie ihr auch auf YouTube heißt, oder schreibt mir zumindest hier auf YouTube, wie ihr auf Twitch heißt, damit ich das verbinden kann. Ich habe hier diverse Bücher, in denen ich alles mögliche aufschreibe, unter anderem eben auch ein paar Seiten, auf denen ich mir diese Infos aufgeschrieben habe. Die zweite Möglichkeit, um an Aktivität zu kommen, ist die Aktivität auf anderen Plattformen zu zeigen. Also wir haben einmal unsere Steam-Gruppe, die Dummbabler. Wenn man in der Steam-Gruppe ist, kann man mich übrigens auch gerne als Freund anfragen. Ich bin der Admin der Steam-Gruppe. Man kann auf den Discord-Server kommen, der ist in der Beschreibung verlinkt. Man kann auf Twitter und Instagram reinschauen, wenn man will. So die Rumlarum halt, je nachdem, wo eure Interessen liegen. Ja? Wenn jemand jetzt voll der Twitter-Junkie ist und eh jeden Tag auf Twitter ist, kann er da auch mal reingucken. Ja, und das war es eigentlich schon zur Aktivität. Nach 10 Tagen wird dann der Gewinner gekürt und in irgendeinem Video angesagt. Nicht direkt am 11. Tag, sondern so, wie ich dazu komme, aber natürlich auch nicht 3 Wochen später oder sowas, keine Sorge. Also ich gucke, dass ich dann möglichst nach den 10 Tagen am 11., 12., 13. Tag so plus minus halt dann den Gewinner irgendwo mit reinbaue in ein Video. Das heißt, man sollte natürlich auch nach diesen 10 Tagen, wenn man jetzt nur auf das Giveaway geil ist, noch die 3 nächsten Videos gucken, dass man eben mitbekommt, wer gewonnen hat. Ja, falls man selbst gewonnen hat, dass man das Ding auch abholt. Der Gewinner meldet sich dann einfach unter dem Video, in dem er angesagt wurde und schreibt, hey cool, ich habe gewonnen, juhu, ne? Und dann frage ich nach dem Trade-Link. Alle Trade-Links, die hier unten in die Kommentare kommen, werden automatisch gelöscht. Die kommen meistens auch gar nicht durch. Die werden von YouTube eh sofort nicht zugelassen, die Kommentare. Und abonnieren muss man deswegen auch nicht. Soll man auch nicht. Wenn ihr nur wegen dem Giveaway da seid, abonniert mich bitte nicht, sondern abonniert nur, wenn euch der Content gefällt. Natürlich kann man durch ein Abonnement dafür sorgen, dass man die Videos nicht verpasst, weil man ja eine Nachricht bekommt, wenn die Videos kommen, aber dann müsst ihr auch diese verschissene Glocke anmachen. Aber wenn ihr nur wegen dem Giveaway da seid, dann bitte nicht abonnieren, weil ich nicht noch mehr tote Abonnenten sammeln möchte. Dankeschön. Ich mache mich dann fertig, denn der Livestream ist jetzt für mich sogar schon bald, für euch ja auch. Und dann sehen wir uns, für die, die Zeit haben, heute Abend so gegen 22 Uhr. Ich werde auf jeden Fall nochmal in die Steam-Gruppe auf Twitter und auf Instagram Bescheid geben, sobald ich den Stream starte. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie den Twitch-Kanal abcampen, ihr könnt doch einfach warten, bis ihr diese Push-Benachrichtigung der Steam-Gruppe bekommt. Also wenn ihr in der Steam-Gruppe seid, die Dummbabler ist auch verlinkt in der Beschreibung, dann bekommt ihr unten rechts, sofern ihr auf Steam online seid oder halt Steam gerade anhabt, eine Benachrichtigung, der Stream ist an, hey, und dann kann man rankommen. Dann bis gleich. Ciao, ciao.